FutureNet, Deutschland, Österreich, Schweiz und all over the world, wo ihr auch immer Deutsch sprecht. Ich grüße euch alle. Der Roman grüßt euch auch auf Deutsch. Wunderbar. Leute, wir sind wieder zurück aus Macau und ein recht herzlicher Dank geht erstmal an all diejenigen, die sich die große Reise auf sich genommen haben. Und ich weiß ganz genau, dass ihr das nicht umsonst gemacht habt, weil ihr habt eure Begeisterung gesehen. Ich hoffe einfach nur, dass ihr wieder gut zu Hause gelandet sind, weil jetzt geht's ja erstmal richtig los. Und gleichzeitig geht ein riesen Dank an unser Team, an all unsere FutureNet-Leute, die in Macau und all in den Büros all over the world großen Job leisten. Danke an alle. Und ganz spezielle Bedankung an Michał Havlicek, unser Event-Manager, der es alles besorgen hat. Der hat durchgedankt, wie und was machen wir dort. Und natürlich ganz spezielle Danke an Monika Samachowska und noch sehr, sehr herzliche Bedankung an Przemek Fuhrmann, der mit uns hier steht. Przemek, komm mal bitte zu uns hier. Der Typ, der Guy, great job. Der ist, and der ist wirklich perfekte. Przemek ist our Global Event and Managing Director und wir sind so froh und so stolz, ihn zu haben. Und später werdet noch sehr viel vom Przemek hören. Yeah. Hello everybody. Thank you for now. Wir haben jetzt am Donnerstag 3 Webinare in Polnisch, Deutsch und Englisch. Die Webinare, die Termine kannst du auch an diesem Film sehen. Und auf der Webseite. Und auf die Webseite, ja? Genau. So Leute, für jetzt erstmal nur ganz kurz folgende Informationen. Und zwar, also, als erstes, wahrscheinlich, ihr werdet euch riesig freuen darüber, die großartige Information, das Royal Reward Programm, also wo du 50 Coins, 5 Coins, 1 Coins und so weiter bekommst, das läuft weiter und zwar haben wir jetzt ein endgültiges Datum festgelegt, das ist der 7. Januar 2018. Also, ihr könnt weiterhin Royals einschreiben und ihr bekommt weiterhin, die bekommen weiterhin 50 Coins. Du bekommst 5, wenn es ein Frontliner ist und du bekommst einen, wenn das in der Tiefe ist. Das zweite, in Macau konnten wir natürlich nicht das Auto, die 10 Bitcoin, die Rolexes und die Reisen und so weiter verlosen, weil Macau ist eine Lotteriestadt und ein Casino-Stadt und wir natürlich als FutureNet haben keine Lizenz, dort eine Lotterie stattfinden zu lassen. In der nächsten Woche werden wir eine Live-Übertragung machen und wir werden alle diese Preise verlosen. Vielleicht bist du einer der Gewinner der Hauptpreise. Wir werden sehen. Ja, und an der Event haben wir auch vorgestellt, die 9 größte Bitcoin-Börse BitBay. Der BitBay hat uns akzeptiert, also unsere Futuro ist akzeptiert als reale Coin. Und die werden uns einschalten. Jetzt arbeiten wir schon daran, dass wir die Systeme verbinden. Und wir starten an BitBay, schätze ich mal, in Mitte Januar. Und kurz davor. Entschuldigung, mein Deutsch ist doch nicht so gut, wie ich denke. Wie ich dachte, kurz davor werden wir unsere Blockchain starten, also jeder Internet-User, jeder Krypto-Fan kann mit eigenen Hardware, mit eigenen Mining-Maschinen sofort starten, die Futuro zu minen und werden auch natürlich unsere Mining-Paketen starten. Kurz davor, ich schätze eine Woche, da werden wir sehen, kriegt ihr auch das Bescheid. So, und natürlich, ich weiß, dass alle Leute warten jetzt auf mehr Informationen zum Futuro Network. Also, wir werden heute noch den Futuro Network Marketingplan uploaden. Und wir werden, was war jetzt noch wichtig? Ja, wir werden heute den Marketingplan uploaden. Und wir werden in der nächsten Woche das Backoffice für das Futuro Network eröffnen.
Dort siehst du dann die Mining-Pakete, die kannst du dann nächste Woche noch nicht anklicken, aber dann sehr kurzfristig, wie Roman gerade gesagt hat. Und du kannst dort aber deine Coins dann schon sehen, die du aus dem Futuro, aus dem Royal Reward Programm bekommen hast. Und wenn du dann noch jemanden neu einschreibst, dann siehst du, dass die natürlich immer wachsen. Bis zum 7. Januar einmal mehr. Die werden also möglich sein bis zum 7. Januar. Und noch spezielle Bitte an alle, die auf unserem Event waren. Und ich weiß, da waren viele Leute aus Deutschland, Österreich, Schweiz und deutschsprachige Länder. Also wenn du auf dem Event warst, schickt bitte deine Fotos an diese E-Mail, was du jetzt sehen kannst in unserem Film. Wir werden ganz sicher die auch promoten und nutzen zu unseren Werbungszwecken und Marketingzwecken. Also hier unten wirst du jetzt eine E-Mail sehen, genau. Okay, und wir planen natürlich jetzt schon die nächsten Konferenzen. Die werden stattfinden 2018 auf jeden Fall in Tel Aviv bei unseren Freunden in Israel. In Las Vegas, die Träume werden wahr. Wir gehen zweite Mal nach Las Vegas. Wir werden in Slowenien und in Serbien wieder Konferenzen machen. Und natürlich planen wir jetzt schon in Krakau, die größte fürs erste Halbjahr. Und wir werden nächstes Jahr, Ende nächsten Jahres, das größte Highlight feiern. Wieder in einer der asiatischen Städte und dann mit über 10.000 Leuten. Sei herzlich willkommen. Wenn du die Konferenzen angekündigt siehst, sichere dir so schnell wie möglich dein Ticket und auch wenn du ein bisschen länger fliegen musst, es lohnt sich, weil diesen Spirit von Live Plus. Und lass uns die Zahl der Menschen verdoppeln. Kauf auch Ticket für deine Freund, Freundin oder einfach für deine Partner, der aus irgendwelchen Gründen es nicht machen kann. Genau, verpasse keine der Konferenzen und verpasse nicht morgen Abend die Webinare. Die werden in Deutsch, in Englisch und in Polnisch stattfinden. Natürlich werden die auch aufgezeichnet für diejenigen, die nicht live dabei sein können. Für jetzt vielen, vielen Dank für euch. Alles Gute. Let's make rock'n'roll with FutureNet. Wir sehen uns an der Spitze. Bis dann. Ciao, servus.